eine Katakalo-Geschichte erzählen. Ich mach das so gern. Ja, bitte, Katakalo, dann mach. Ist doch voll schön, wenn du uns was erzählst. Also, liebe Kinder, gemütlich machen, noch ein Butschi lassen. Katakalo, nein, das darfst du zu den Kindern nicht sagen. Nochmal rülpsen. Nein, Katakalo, das sollen sie nicht machen. Kinder, macht es euch einfach gemütlich. Das Butschi und das Rülpsen, das dürft ihr ruhig weglassen. Okay, dann seid brave Kinder, kuschelt euch hin, den Schwanz um die Hüften. Katakalo, Kinder haben keinen Schwanz. Mann, oh, das ist so eine Redensart. Naja, bei Katzen vielleicht. Wir Menschen sagen das nicht so. Na gut, gemütlich machen. Los geht's. Ich würfel. Machst du für mich? Ja, okay. Ui. Das wird eine schwere Geschichte. Also, liebe Kinder, es war einmal ein Labor. Ein Labor? Naja, lass mich fertig erzählen. Es war einmal ein Professor, also der lebte in einem Labor, auf der Burg Hinkelstein. Hinkelstein? Jetzt fängst du schon wieder an, mir drein zu quatschen. Wollen wir es wieder gemeinsam machen? Du den Anfang, ich das Ende? Ja, so können wir es machen. Magst du es dir gemütlich machen? Ja! Also, es war einmal ein Professor. Und dieser Professor, der hat in einem alten Schloss gelebt, auf Burg Winkelstein. Oder hast du Hinkelstein gesagt? Ist ja wurscht. Ein verwünschtes Schloss, ganz weit weg. Das war schon richtig alt und da hat auch niemand mehr gewohnt. Deswegen konnte der alte Professor dort ein Labor einrichten. Und in diesem Labor hat er seine Experimente gemacht. Manchmal sind die ihm geglückt, manches Mal gingen die richtig schief. Und der alte Professor, der hat schon manche Ritterrüstung und manches Ritterschild eingeschmolzen, weil er herausfinden wollte, ob man aus Rüstungen vielleicht Boote bauen kann. Naja, das hat nicht so gut funktioniert. Die meisten waren zu schwer und sind untergegangen. Auf alle Fälle hat er ganz viele Experimente probiert. Eines Tages bei einer Experimentenreihe hat er sogar eine Überschwemmung verursacht. Und die Überschwemmung, die war so schlimm, dass sogar im Dorf, das unten am Fuße der Burg gelegen war, alles überschwemmt wurde. Natürlich haben die Dorfbewohner sehr laut geschimpft und sich geärgert. Aber die kannten ja den Professor schon. Und wisst ihr, Kinder, was den Professor noch sehr beeindruckt hat? Er hat so sehr Gewitter geliebt, wenn es blitzte und donnerte. Alle haben sich in den Häusern verkrochen. Nur der Professor ging auf den höchsten Turm von seinem Schloss hinauf, von seiner Burg, hat sich hinausgestellt, hat die Arme ausgebreitet, hat geschrien, noch mehr Blitze, wo seid ihr denn Blitze, kommt herbei. Und er hat sogar Antennen gebaut, damit endlich der Blitz einschlägt in sein Schloss. Denn er wollte mal ausprobieren, wie viel Energie so ein Blitz hat und die Energie dann für seine Experimente im Labor verwenden. Und eines Tages war es wirklich soweit. Es hat den Blitz eingeschlagen in der Burg Winkelstein. Und der Blitz, der Einschlag vom Blitz, der war so heftig, dass im Dorf unten die ganzen Leute erzitterten und die haben geglaubt, das ist ein riesen Erdbeben. Dabei war es nur der Professor oben. Und den Professor, den hat man an diesem Abend herausstapfen gesehen aus seiner Burg. Die Haare sind ihm zu Berge gestanden, er war ganz schwarz im Gesicht. Und als er die Tür aufgemacht hat, ist da ganz grün-gelber Dampf herausgekommen und es hat richtig grauslich gerochen. Denn seine ganzen Sachen im Labor sind durcheinander gepurzelt, seine ganzen Chemikalien waren ausgeleert. Und als er sich so umgesehen hat und sich gefreut hat, dass endlich der Blitz eingeschlagen hat, ist aus den ganzen Trümmern ein kleines Wesen herausgekrabbelt. Das konnte nicht reden. Das war winzig klein, ungefähr so groß und hat ein bisschen ausgesehen wie so ein Schleimi. Und der Professor hat sich so gefreut. Der hat natürlich gleich vermutet, dass das entstanden ist, weil seine ganzen Chemikalien sich vermischt haben und seine ganzen Zutaten. Und er hat den kleinen Wabbelzwerg Flutschi-Putschi genannt. Flutschi-Putschi, was für ein toller Name. Hey, da geht jetzt meine Geschichte weiter. Okay, erzähl weiter. Naja, Flutschi-Putschi, das war ja so ein Wabbelwesen.
Und Flutschi Putschi hat am allermeisten geliebt, sich neue Experimente auszudenken. Und der hat mal grün zusammengeschüttet mit lila und dann was anderes. Und ab dieser Zeit hat sie immer ordentlich gepufft, geblitzt und gepafft und auch gestunken im Schloss. Manchmal sind ihm die Experimente geglückt und manchmal gingen die ja so schief, dass es gar nicht zum Anschauen war. Naja, und Flutschi Putschi, der lebt wahrscheinlich mit dem Professor immer noch auf Burg Winkelstein. Und vielleicht können wir ja ein paar Experimente mal von ihm ausborgen und ausprobieren. Das wäre doch super, Kinder. Was sagt ihr? Vielleicht schreibt's mir das einmal, ob ihr Experimente von Flutschi Putschi hier bei mir im Schloss sehen wollt. Das wäre cool. Kommt bald wieder zu mir, eurem Kater Carlo. Bussi! Oh, hallo, ihr seid ja schon da, oder noch da, oder wieder da, oder kurz da, oder vorher da, oder nachher da, oder immer da, keine Ahnung. Auf alle Fälle, liebe Leute, groß und klein, schaltet euren Kanal jetzt ein. Was? Euren Kanal? Ja, habe ich ja gesagt, liebe Leute, groß und klein, schaltet meinen Kanal jetzt ein. Ja, schon besser, Kater Carlo. Was willst du damit sagen? Naja, es ist einmal Zeit, allen, die schon abonniert haben, ein riesengroßes Katzen-Kater Carlo-Geschichten-Bussi zu schicken und Danke zu sagen. Und allen, die meinen Kanal gern anschauen, aber nicht abonnieren, warum macht ihr das denn nicht, ihr kleinen Würstels? Jetzt gebt's mir doch einmal ein Abo-Bussi und dann kriegt's auch eins von mir. Ach Mann, bin ich schon wieder aufgeregt. Also bitte Leute, abonniert's mich, schaut's vorbei, gebt's mir ein Like und wisst, was ich auch noch gern hätte? Vielleicht schreibt ihr mir ja mal was in die Kommentare. Kater Carlo, seit wann kannst du lesen? Na, kann ich eh nicht. Du lässt mir vor. Okay. Aber nur liebe Sachen, weil böse Sachen mag ich nicht. Das ist dann fast wie das gemeine Mäusevolk. Mag ich auch nicht. Wasser mag ich auch nicht. Tiere Kommentare mag ich auch nicht. Also nicht vergessen. Anschalten, einschalten, umschalten nicht. Nur einschalten, anschalten, dranbleiben, drinbleiben und Abo da lassen.